Heute ist Peso auf einer seiner regelmäßigen Arztvisiten im Ozean unterwegs, um die Meeresbewohner zu untersuchen. Gerade schaut er bei einem der Fische, ob alles in Ordnung ist. Sag mal, sieht gut aus. Schön. Also, dann sag mir mal, wie viel Flossen heb ich gerade hoch? 2. Stimmt genau. Du bist ein völlig gesunder Fisch. Der nächste... Ein Krebs taucht auf. Eine seiner Scheren scheint verletzt zu sein. Oh nein, das muss ich mir genauer ansehen. Hab keine Angst. Ich heiße Peso. Ich bin ein Oktonaut und ein Doktor. Ich helfe allen Tieren, die krank oder verletzt sind. Wie immer hat Peso seinen Verbandskasten dabei. So kann er den kranken Tieren direkt vor Ort helfen. Wenn du mich die Schere verbinden lässt, geht's dir gleich wieder besser. So gut wie neu. Tschüss. Der Krebs ist froh, dass Peso ihn versorgt hat und verschwindet wieder. Diese arktischen Gewässer sind kalt. Ich schwimme lieber wieder zurück zum Oktopod und wärme mich auf. Auf dem Rückweg verliert Peso plötzlich seinen Verbandskasten. Ups. Mein Verbandskasten. Oh nein. Ich muss ihn wiederfinden. Der Verbandskasten muss irgendwo auf dem Meeresgrund gelandet sein. Nur eine Muschel. Ich weiß, dass er hier irgendwo rumliegen muss. Ein Walross! Er benutzt seine Barthaare, um Muscheln zu suchen. Vielleicht kann er mir helfen, meinen Verbandskasten wiederzufinden. Da entdeckt Peso seinen Verbandskasten. Er steckt genau zwischen den beiden mächtigen Stoßzähnen des Walrosses. Oh, danke schön. Ich hab schon... Oh, hey, aha. Was für eine komische Muschel. Ja, die gefällt vielleicht dem Chef. Warte, komm zurück, das ist keine Muschel, das ist mein Verbandskasten. Über Funk nimmt Peso Kontakt zur Forschungsstation auf. Captain? Was ist los, Peso? Captain, mein Verbandskasten ist mitgenommen worden. Von einem Walross. Quasi, löst den Oktoalarm aus. Oktonauten, in den Schleusenraum! Kurz darauf treffen alle Oktonauten im Schleusenraum ein. Peso ist ebenfalls zurückgekehrt. Oktonauten, kann sich einer vorstellen, warum ein Walross Pesos Verbandskasten mitnehmen würde? Er muss ihn für eine Muschel gehalten haben. Ja, sie fressen für ihr Leben gern Muscheln, Captain. Da waren meine ganzen Verbände und Pflaster drin. Ohne meinen Verbandskasten kann ich doch niemanden mehr gesund machen. Keine Bange, Peso. Irgendwie finden wir dieses Walross. Wir marschieren einfach zu diesem bärtigen Fleischklops und zwingen ihn, deinen Verbandskasten rauszurücken. Juhu! Peso, quasi, steigt in die Guppy A. Öffne die Oktoluke, Trixie. Bin schon dabei, Captain. Ein paar Sekunden später verlassen Captain Barnius, Peso und Quasi mit der blauen Guppy die Station. Nach einer Weile tauchen sie an der Wasseroberfläche auf. Sie sind umgeben von riesigen Eisschollen. Quasi holt sein Fernglas hervor und wird fündig. Ahoi! Ein großes Walross direkt voraus! Sie steuern auf das große Tier zu und sind schon bald von einer ganzen Horde Walrösser umgeben. Ich glaube, wir nähern uns einer Walrosskolonie, wo sie leben. Wow, das sind aber eine Menge Walrösser. Ja, wenn dein Verbandskasten hier ist, finden wir ihn auch. Oh, der hat einen ziemlichen Dickschädel. Er rempelt zuerst und denkt dann erst drüber nach. Ist aber sehr tapfer. Klingt wie jemand, den ich kenne. Wir sind von eurer Station angelockt worden. Irgendwie gab sie so interessante Geräusche von sich. Oh, ihr meint sicher den Oktoalarm. Nein, es klang eher so. Das bin ich gewesen. Ich habe ein bisschen auf meinem Akkordeon geübt. Wir fanden, es klang wirklich ganz zauberhaft. Danke sehr. Oktonauten, wer will raus und unsere Freunde besser kennenlernen? Mit ihren Unterwasserfahrzeugen verlassen die Oktonauten die Station und erforschen die Orcas. Sie zeichnen ihren Gesang auf, vermessen sie und machen Notizen über ihr Schwimmverhalten. Wie immer gehen sie dabei sehr gründlich vor. Auf einmal schwimmt einer der Orcas direkt neben Quasi.
kleines Wettrennen? Ei! Na gut! Ey, du hast nicht losgesagt! Über seinen Bildschirm im Kontrollraum kann Captain Banius genau beobachten, was draußen vor sich geht. Deshalb sieht er auch, wie Quasi und der Orca sich immer weiter von der Forschungsstation wegbewegen. Sie schwimmen direkt auf den Strand zu. Du liebe Zeit, das ist überhaupt nichts für einen Orca. Vielleicht kann ich sie aufhalten, bevor sie stranden. Sofort macht Captain Banius sich mit seinem Unterwasserfahrzeug auf den Weg, um die beiden einzuholen. Doch Quasi und der Orca haben einen großen Vorsprung. Nach kurzer Zeit haben sie den Strand erreicht, der von Winkerkrabben bevölkert ist. Schnell gehen die Krabben in Deckung. Hey! Kopf einziehen! Zu die Tunnels! Ich hab gewonnen! Du hast auch einen Vorsprung gehabt. Du kannst nächstes Mal einen Vorsprung haben. Ich werde trotzdem gewinnen. Oh, irgendwie muss ich mich nur wieder umdrehen. Oh je, gib mir mal einen Schubs, okay? Ei! Quasi hat Anlauf genommen, um dem Orca einen Schubs zu geben. Aber der Orca ist viel zu groß und schwer. Er rührt sich nicht einen Zentimeter von der Stelle. Dafür ist Quasi auf seinem Hintern gelandet. In diesem Moment erreicht auch Captain Banius den Strand. Quasi! Ist alles in Ordnung? Ei, Captain! Aber ich kann den Kerl kein bisschen bewegen. Oh, ich fühle mich irgendwie gar nicht wohl. Bilde ich mir das ein oder wird es langsam ganz schön heiß? Quasi, da ist dein Eimer in dem Boot. Kannst du ihn dir schnappen und damit Wasser über den Orca schütten? Er braucht Wasser, um gesund zu bleiben. Ei, ei, Captain! Wenn ich nur ein Stück... Oh nein, ich bin gestrandet. Und ich darf nicht so lange an der Luft bleiben. Keine Sorge, bei meiner Ehre als Oktonaut verspreche ich dir, dass wir dich von dieser Strand... Rufen wir Sebastian und fragen ihn, ob er schon mal etwas derartiges gesehen hat. Der Captain sendet einen Funkspruch ans Oktopod. Kurz darauf erscheint Sebastian, völlig verschlafen im Kontrollraum. Hallo? Tut uns leid, dich zu wecken, aber wir brauchen deine Hilfe. Sieh dir das mal an. Was ist das für ein komisches Wesen? Sebastian schaut auf dem Bildschirm und sieht sich das merkwürdige Tier an. Tja, Captain, das sind zwei einzelne Lebewesen. Es ist ein Krebs mit einem Seeigel, der auf seinem Panzer festklebt. Aber warum hängen die denn so fest aneinander? So etwas nennt man Symbiose. Symbi was? Symbiose. Wenn zwei Lebewesen ganz eng zusammenleben, weil sie sich aus verschiedenen Gründen brauchen. Der Seeigel braucht den Krebs zur Nahrungssuche und der Krebs braucht den Seeigel zum Schutz vor Feinden. Verstehe. Danke, Sebastian. Der Krebs und der Seeigel streiten immer noch. Ich kümmere mich ums Essen. Was tust du? Ich esse es. Ich bitte einfach den Krebs und den Seeigel etwas leiser zu sein. Pass auf. Entschuldigt mal. Lieber Krebs, lieber Seeigel. Wir haben uns verirrt. Die haben uns nicht verirrt. Ich weiß, wo wir sind. Aha. Du hast gesagt linksrum. Ich sagte rechtsrum. Hast du nicht. Doch, das hab ich. Hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Lieber Krebs, lieber Seeigel, es gibt da ein Problem. Er ist das Problem. Du bist das Problem. Ich bin nicht das Problem. Bist du doch. Du bist das Versteht Problem. Versteht du jetzt, was ich meine? Du weißt ja nicht mal, wie man ein Problem schreibt. Du weißt überhaupt nicht zu schätzen, dass ich dich den ganzen Tag rumtrage und mit Essen versorge. Und du weißt gar nicht zu schätzen, dass ich dich immer beschütze. Hey. Da taucht plötzlich ein Riffhummer auf. Jetzt mach mal nicht so einen Lärm, verstanden? Wow! Oh, nichts wie weg! Also, wo war ich noch? Ach ja, ich beschütze dich vor gemeinen Typen wie dem gerade. Treib's ja nicht auf die Spitze. Ich treib es gern auf die Spitze. Ich bin ein Igel. Aufhören, bitte. Ihr beiden seid so laut, dass die Meeresschnecken kein Auge zubekommen. Ja. Entschuldigung. Siehst du, du bist zu laut. Nein, du bist zu laut. Ich bin nicht zu laut. Doch, bist du wohl. Vielleicht werden die beiden Streithähne getrennt. Besser dran. Es sind zwar einzelne Lebewesen, aber sie brauchen sich für die Nahrungssuche und zum Schutz. Symbiose, weißt du nicht mehr? Ei, aber vielleicht brauchen sie einfach nur mal eine Pause voneinander. Eine Pause voneinander? Warum ist mir das nicht eingefallen? Ha,
Ich komme prima ohne dich zurecht. Nein, ich komme ganz gut ohne dich zurecht. Ich bin frei. Nein, ich bin frei. Ha! Hey, hört ihr das? Diese Ruhe. Es ist Schlafenszeit für Schnecken. Ich danke euch für eure Hilfe, Oktonauten.